Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, einfache Stromkreise. Dieses Mal sprechen wir über eine weitere Anwendung. Das letzte Mal war ja ebenfalls eine Anwendung, das letzte Mal haben wir über Spannungsteiler gesprochen. Heute sprechen wir über die Brückenschaltung. Benannt ist sie nach einem gewissen Charles Wheatstone, Weizenstein. Ich habe eine Zeit lang probiert zum Brotbacken, da ist auch eher Weizenstein ist dann da rausgekommen. Aber okay, dieser Name, Wheatstone heißt er. Ja? Also wir sprechen über die Wheatstone'sche Brückenschaltung. Wheatstone'sche Brückenschaltung heißt das Ding. Ja? Zum Glück haben wir den Spannungsteiler vorher gemacht, denn der Spannungsteiler ist die Basis der Wheatstone'schen Brückenschaltung. Also zeichnen wir mal einen Spannungsteiler auf. Da haben wir einen R1. Da haben wir einen R2. Schreiben wir hin. R1, R2. Das Ganze dann mal spannungsversorgen mit einer Spannungsquelle da drüben. Ja, und da haben wir den Ausgang von dem Spannungsteiler. Wir haben also, zeichnen wir uns auch die Spannungen ein, U1 und U2. Hier haben wir die Spannungsversorgung U0. Kämer, ne? Letztes Video, Spannungsteiler. Jetzt hat der Wheatstone einen zweiten Spannungsteiler dazugefügt. Sagt er, okay. Spannungsteiler ist schön, zwei Spannungsteiler sind doppelt so schön. Weiß ich nicht, ob er sich das gedacht hat. Es schaut auf alle Fälle so aus. R3 und R4. Okay. Und den Ausgang machen wir in die andere Seite. Das sind die Ausgangsklemmen der Brückenschaltung. Also jetzt zeichnen wir da noch ein an U3. Und einen U4, okay, und da dazwischen haben wir die Ausgangsspannung und die nenne ich jetzt Delta UA, Delta, weil es einfach die Spannungsdifferenz zwischen da und da ist, ja, und UA Ausgangsspannung. So, wir haben ja im letzten Video über die Spannungsteilerregel gesprochen, das heißt, das U0 teilt sich auf von U1 und ein U2, was man nicht gescheit lesen kann, sicher gerade. Ja. Und ich habe gesagt, die Spannungen teilen sich auf, U1 zu U2, das Verhältnis der Spannungen ist praktisch, das ist genau das Verhältnis der Widerstände, R1 zu R2, falls es der Ausgang nicht belastet ist. Und das ist ja da nicht, der ist offen. Okay. Und genau das gleiche haben wir da drüben, das heißt, unser U3 und zu U4 verhält sich genauso wie das R3, zu R4. Okay? So teilen sich die Spannungen hier auf. Und jetzt schauen wir, was das UA dabei macht. Wir nehmen eine Masche. Ja, da ist die Masche, da geht's los. Da lassen wir es loslaufen. Masche 1, Masche 1, schreiben wir auch. Als erstes ist U2 positiv in die gleiche Richtung, minus U4 negativ, plus UA, Delta UA, ist gleich 0 Volt. Ja. Das heißt, wenn ich mal das Delta UA ausdrücke, Delta UA ist gleich U4 minus U2. Haben wir das. Ja. Ziel an und für sich ist es, dass das Delta UA 0 wird, 0 Volt. Ja. Wann ist das Delta UA 0 Volt? Wenn U4 und U2 gleich sind. Ganz offensichtlich, wenn die zwei Spannungen gleich sind, ist da dazwischen, ich meine, da ist das Bezugspotenzial, da haben wir um U2 mehr Potenzial, da haben wir um U4 mehr Potenzial. Wenn diese Potenziale gleich sind, habe ich dazwischen keine Potenzialdifferenz. Und das ist 0. Ja. Wenn diese zwei Spannungen gleich sind, müssen auch diese zwei Spannungen gleich sein. Okay? Das heißt,
die Spannung O0 muss sich in beiden Spannungsteilern gleich aufteilen. Okay? Und wenn diese beiden Aufteilungen gleich sein sollen, ja, dann muss das Verhältnis R1 zu R2 gleich R3 zu R4 sein. Ja? Wenn dies Verhältnis und dies Verhältnis gleich ist, teilen sich die Spannungen gleich auf und ich habe Ausgangsspannung 0. Das Ganze heißt Abgleichbedingung. Das ist die Abgleichbedingung der Brückenschaltung. Okay. Jetzt kann man sagen, gut, ja, passt. Wozu? Gute Frage. Ja. Und ich sage, Wheatstone'sche Brückenschaltung hat eine enorme Bedeutung in der Messtechnik, nämlich dort, wo es um wirklich kleine Widerstandsänderungen geht. Ja. Wie geht das jetzt? Und zwar stellen wir uns vor, wir haben die Brücke abgeglichen. Ausgangsspannung ist 0. Okay? Ausgangsspannung ist 0, alles abgeglichen. Und einer dieser Widerstände ändert sich jetzt ein bisschen, ja, ganz wenig. Und wenn sich der ein bisschen ändert, der Widerstand, ja, der Widerstand ein bisschen ändert, dann auf einmal messe ich eine Ausgangsspannung. Ja, und das sehe ich sofort. Das ist wie bei einer Balkenwaage. Ja. Balkenwaage, wenn die aus dem Gleichgewicht gerät und sie bewegt sich, normal steht Zeiger auf Zeiger und wenn die Balkenwaage sich anfängt zu bewegen, dann sehe ich das sofort. So eine kleine Abweichung erkenne ich sofort. Ja. Deswegen habe ich die zwei Striche da unten zeichnet, oder die vier Striche eigentlich. Ja. Der obere Strich ist immer kürzer wie der untere Strich. Ja. In beiden Fällen ist der Unterschied 3 mm. Okay, und schauen wir uns das da an, der lange Strich und der andere lange Strich, schaut fast gleich aus. Und da, bei dem kurzen Strich und dann bei dem bisschen längeren, ja, der ist genauso viel länger wie der. Ja, das ist ein enormer Unterschied, das sehen wir sofort. Ja, das sehen wir sofort, da brauchen wir gar nicht gescheit hinschauen, welcher Strich länger ist. Und da, ja, zum Glück sind sie nebeneinander, kann man da noch sagen. Ja, wenn das einfach der Strich wäre und der andere Strich ist irgendwo anders, kann man gar nichts mehr sagen. Ja? Wenn der kleine Strich irgendwo ist und der große Strich irgendwo anders, dann wissen wir immer, dass der große Strich. Also es ist einfach viel leichter, kleine Änderungen an kleinen Größen zu messen. Ja? Es ist einfach leichter, irgendwo an einen Millimeter oder zwei Millimeter zu messen, wie an Kilometer und an Millimeter. Das ist ja logisch. Ja? Und deswegen versucht man so eine Brückenschaltung zuerst abzugleichen, okay? Und dann lässt man, es gibt viele Sensoren, die ändern einfach den Widerstandswert. Zum Beispiel Dehnmessstreifen ist sowas oder Temperatursensoren gibt's und so weiter. Und die ändern den Widerstand, okay? Und wenn die den Widerstand ändern, und die Widerstandsänderung ist meistens nicht sehr groß. Das ist das Problem. Also so ein Dämmestreifen, da ist nicht viel Widerstandsänderung. Und wenn ich es messen will, dann kann ich diese Wheatstone'sche Brückenschaltung sehr gut gebrauchen. Okay? Dort, wo die Ausgangsspannung sich am meisten ändert, ist, wenn alle Widerstände gleich groß sind. Also, ich baue jetzt praktisch die Brückenschaltung so auf, dass ich da habe, an R da habe ich ein R da habe ich ein R da habe ich ein R jetzt reicht es mit der R's, ne? Und darüber habe ich eben eine Spannungsversorgung. Das sind meine Ausgangsklemmen. Wunderbar. Ja. Hier habe ich U0. Da habe ich mein Delta U. Ja. Habe ich so eine Konfiguration, wo alle Widerstände gleich groß sind, dann ist einmal die Abgleichbedingung automatisch erfüllt. Ja.
Und wenn alle Widerstände gleich groß sind, ändert sich das Delta UA am ärgsten. Also wenn sich jetzt ein Widerstand ändert, ja, um einen gewissen Prozentanteil, dann ist der Ausgang, die Ausgangsänderung relativ hoch. Ja. Wenn das unterschiedliche R sind, dann ist die Ausgangsänderung, dort ist die Empfindlichkeit der Brückenschaltung am größten. Deswegen macht man das üblicherweise so, dass die ganzen Rs gleich groß sind. Ja. Und wir können uns jetzt vorstellen, wir haben hier einen Widerstandssensor rein, nehmen wir den Messstreifen, ja. Das heißt, dieser Widerstand hier ändert sich um plus Delta R. Okay? Plus Delta R. Damit ändert sich das Delta UA und wird größer. Ja. Weil wenn das größer wird, ist da mehr Spannungsabfall, ja, dann wird die Spannung da größer. Ja. Und diese Spannung, die zuerst 0 war, nur die erscheint plötzlich, ja, wird größer. Den gleichen Effekt habe ich, wenn ich hier plus Delta R dazu, wenn ich das als Sensor nehme, ja, dann wird nämlich die Spannung größer und das fällt praktisch weiter runter. Das Potenzial, da wird angehoben, das Potenzial würde gleich bleiben. Ja. Das heißt, UA wird größer. Und wenn ich jetzt hier so einen Sensor und hier so einen Sensor oder zwei solche Sensoren einbaue, dann geht das auf und das in gleichem Maße oben, dann wird es nur einmal viel größer. Okay? Also so kann ich zum Beispiel durch Einbau von zwei gleichartigen Sensoren die Empfindlichkeit doppelt so groß machen. Okay? Und wenn man sich einen Zugstab vorstellen zum Beispiel, wo das auseinandergezogen wird, ja, dann werden diese Dehnmessstreifen, die die Richtung drauf biegen, ja, da gibt es ein eigenes Video dazu, das ist auf Englisch, kann man sich anschauen, die in die Richtung drauf biegen, werden sie auseinandergezogen, ja, und die machen ein Delta R größer. Und wenn man einen Zugstab sich anschaut, wenn man den auseinanderzieht, wird er schmäler. Da gibt es eine Querzahl, dann wird der Zugstab, der Querschnitt verengt sich, ja, weil das Material bleibt der gleiche, ich ziehe an, wie ein Gummiring im Endeffekt, nur nicht so extrem und der Querschnitt wird kleiner. Das heißt, wenn ich einen Dehnmessstreifen quer zur Zugrichtung montiere, dann staucht es den zusammen und der Widerstand wird kleiner. Ja? Und wenn ich die richtig aufbiege und ich mache da ein Minus-Delta her und da ein Minus-Delta her, ja? Dann habe ich es überhaupt optimal ausgenutzt, diese Brückenschaltung, weil dann wird nämlich diese Spannung hier größer. Ja, diese Spannung hier wird automatisch kleiner, aber minus R, der Effekt wird einfach verstärkt nochmal. Ja, und das UA reagiert noch einmal so empfindlich. Ja. Das heißt, wenn ich so eine Wheatstone'sche Brückenschaltung super ausnutze, ja, diese Abgleichbedingung, und hier haben wir ja schon erkannt, dass praktisch kleine Änderungen an kleinen Spannungen sind viel leichter zu messen wie kleine Änderungen an großen Spannungen. Und jetzt ist hoffentlich klar, warum diese Wheatstone'sche Brückenschaltung so eine enorme Bedeutung hat, ja, in der Messtechnik. Aber so funktioniert die. Ja. Abgleichbedingung ist wichtig. Ja, so schaut das aus. Wheatstone'sche Brückenschaltung. Blöderweise können wir hier nicht einfach, also das Delta UA ist zwar da, aber wir brauchen ein Messgerät, das müssen wir einhängen. Das heißt, wir haben eigentlich den Fall, wo die Wheatstone'sche Brückenschaltung so aussieht. Zeichnet jetzt nur die R sein. Da die zu erklimmen. Und da dazwischen, ja, da dazwischen haben wir halt einen Lastwiderstand. Das ist unser Messgerät oder was auch immer. Ja, da gibt es ein RL. Die belastete Wheatstone-Brücke. Das ist jetzt gar nicht so leicht zum Rechnen, gell? Weil da haben wir wieder ja, unseren R1, R2, R3, R4. Ja, ist gar nicht so leicht zu rechnen, weil da müssen wir Stern-Dreiecks-Transformationen und so weiter machen. Im nächsten Video, ja, im nächsten Video werden wir uns anschauen, wie wir so eine belastete Wheatstone-Brücke mit Hilfe
eine Ersatzspannungsquelle berechnen können. Ja, dann rechnen wir einfach eine Ersatzspannungsquelle vor der Wheatstonebrücke und dann sehen wir eh, wo wir hinkommen. Ja, wie groß darf denn der RL sein, dass das nicht so dramatisch ist, dieser Effekt, den eben unser Messgerät. Und da werden wir drauf kommen halt auf eine weitere Eigenschaft der Brückenschaltung. Ja, das ist aber dann im nächsten Video. Okay? Für dieses Video war es einmal wichtig, dass wir wissen, was eine Brückenschaltung ist. Ich sage herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.